Gleich probt die MyMove Dance Crew das erste Mal mit Alvaro Soler und seiner Band. Beim Soundcheck. Die Bühne ist nicht so tief und groß wie erwartet. Die MyMove Dance Crew muss jetzt sehr konzentriert sein. Beim Soundcheck klingt die Musik auch noch etwas anders. Wie ein Soundbrei. Sie ist nicht verstärkt. Es geht vor allem darum, dass und wie die Musiker sich selbst hören. Jordan und Clemens probieren gleich den Gang auf den Laufsteg aus, so wie Sarah es vorhin mit ihnen besprochen hatte. Farah muss mit einem rutschenden Teppich klarkommen. Und immer wieder müssen die acht auch darauf achten, was Alvaro macht. Er kennt die Choreo ja nur vom Video, das Sarah und die acht beim Training gedreht hatten. Jordan muss auf seiner Seite auf den Gitarristen aufpassen. Alvaro beim Tanzen zu umrahmen, klappt gut. Die Probe läuft gut. Keiner stößt mit Alvaro zusammen. Das wochenlange Training mit Sarah hat sich gelohnt. Die acht sind echte junge Profis geworden. Nur das Ende des Songs ist auf der Bühne anders als geprobt. Die Tänzer sind mit der Choreo zu früh fertig. Choreografin Sarah kümmert sich sofort. Das Ende ist ein bisschen verzögert, ne? Genau. Ja, also es geht eigentlich, das Ende, der Song endet ja normalerweise mit La Liebe Da. Aber eigentlich ist La Liebe Da. La Liebe Da. Okay, gut zu wissen. Ja, genau. Okay, wir müssen euch leider hier von der Bühne schlafen. Wir müssen umbauen. Und schon müssen alle von der Bühne runter. Noch geht es auf der Seite, auf der sie später starten sollen, nicht von der Bühne. Also nehmen die Tänzer den anderen Weg. So schnell sind 3 Minuten und die Probe vorbei. Aber es gibt mit Alvaro noch mal eine kleine Nachbesprechung, während seine Kollegen umbauen. Es ist cool, wenn wir alle nach vorne gehen. Und dann motiviert ihr alle, so wie ihr gemacht habt. Das war geil. Und dann, also der erste Part, den singe ich. Also und dann mache ich. Da singen alle das. Dann könnt ihr doch auch, dann ist es auch cool, wenn ihr mitsingt. Ja, weil dann wissen auch Voll. Die Leute, genau, das okay, das ist der Mitsing-Part. My move, my move, my move!
Zeit. Tschüss. Wir gehen ja jetzt nochmal zusammen in den Proberaum. Und dann wird ihm das auch noch viel mehr bewusster, was ihr hinter ihm macht. Und dann fühlt er sich auch noch wohler. Vier Wochen haben die MyMove Dance Crew und Sarah auf diesen Moment gewartet. Endlich können wir mit dem Proben. Jetzt direkt reinjumpen voll mit den Kids, oder? So, dass wir von vorne, mach mal die erste Anfangspose. Mach mal so. Guck mal jetzt hier. Und dann muss ich da vorne oder woher? Genau, also, und dann stellst du dich praktisch hier, hier in die Mitte. In die Mitte rein. Okay, so. Genau, zack. Okay, here we go. Und. Ja, also es war die ganze Zeit so, mein Gott, da ist da die Person, wofür man überhaupt diese vier Wochen so lang das verbracht hat und warum man das überhaupt alles macht. Und dann steht er da und natürlich hat man dann so noch mehr Energie und noch mehr Power und will den Künstler dann noch zeigen, was man alles gemacht hat für ihn. Dann ist es nochmal so eine ganz andere Energie. Auch Alvaro kann die Choreografie und die Energie der Acht das erste Mal so richtig wahrnehmen. Und hat auch gleich eine tänzerische Idee für das längere Bühnenende des Songs. Und dann machen die alle dann. Oder wir gehen vielleicht sogar nach vorne wieder. Das ist eigentlich ganz geil. Nach vorne, ganz. Und dann, genau, und dann sage ich, danke, riesen Applaus nochmal hier. Und so dann, und dann holt ihr euch den Applaus. Dann habt ihr euch den verdient. Dann. Und dann schmeißt ihr auch erst die Bänder hoch. Bleibt erstmal bei ihm. Und wir bleiben auch da die ganze Zeit. Und dann gucken wir uns alle an. Dann gucken wir den Drummer an. Ja? Und dann guckt ihr mich nochmal an, weil ich bin der, der dann das Signal gibt. Genau, und dann gucken wir uns alle an. Und am Ende machen wir dann. Genau. Und halt, wir stehen dann einer vorne so oder sowas. Ja, das ist cool. Kann vielleicht ganz cool sein. Also ich finde es cool, dass er genaue Vorstellungen hat. Das ist dann einfach leichter umzusetzen und leichter zu trainieren. Und ja, ist echt cool, auch mit denen zu trainieren. Alles klappt so gut, als hätten sie vier Wochen gemeinsam trainiert. Das wird so der beste Teil der Show. Und danach muss ich noch eine Stunde spielen. Noch eine Stunde? Welches Lied mögt ihr noch locker, war das, ne? Spielst du das auch? Wollt ihr da dann fassen auch? Ja. Ich glaube, wir sind ganz so, oh mein Gott, ja. Damit hat keiner gerechnet. Weil die Probe so gut geklappt hat, lässt Alvaro die Acht heute Abend noch bei einem zweiten Song tanzen. Also proben sie gleich, wie sie zusammen auf Loca freestylen können. Der größte Unterschied ist, dass man vor vier Wochen einfach jeden Einzelnen beurteilt hat. Und das ist jetzt ein Team. Und das ist eben das, was anders ist. Und deswegen ist es nicht so wichtig, dass man jetzt jeden bei jedem guckt oder so. Es ist nur wichtig, wenn einer kurz rausfällt oder irgendwas anders komisch wirkt. Aber es war alles perfekt. Eine Stunde vor dem Auftritt von Alvaro. Alle sitzen beim Make-up. Vor Wettkämpfen, da schminken wir uns auch immer, aber meistens eher gegenseitig. Ich find's auch mal cool, selber geschminkt zu werden, auf jeden Fall. Fühlt man sich voll wie so ein Star. Wo sind meine Girls? Es ist soweit. Schnell, schnell, schnell. Dann müssen alle noch rasch die Kostüme anziehen. Stylist Konstantinos hilft. Wie fühlt sich das an, Girls? Seid ihr ready? Ja. Cool. Sag mal super fancy. Super fancy. Super fancy. Bevor wir rausgehen, würden wir die Sohlen noch einmal, damit ihr schönen Grip auch habt, aber noch einsprühen. Erst das, dann das. Erst pumpen, dann sprühen. Ja? Pumpen. Genau. Und das müsste 2-3 Minuten kurz dann auch trocknen. Ja. Bitte. Vielen Dank. Fühlst du dich wohl? Ist alles gut? Ja, passt. Ready? Here we go. Einmal. Noch wenige Minuten bis zum Auftritt. Noch einmal und. Spielt mal eure Füße. Das ist wichtig. Noch einmal. Ja, ich weiß. Und noch einmal.
Okay, ganz kurz. My Move Dance Crew. Das war so eine krasse Reise. Ich bin auf jeden Einzelnen so unheimlich stolz. Ich, wenn ich euch sehe, ihr seid einfach so euch selber 2.0 Version, wirklich. Ja, ich hoffe, ihr merkt, weil ich sehe eure Weiterentwicklung und wie ihr gewachsen seid und was ihr für eine Gruppe geworden seid. Deswegen ist es so wunderbar, dass wir so schöne Zeit hatten, auch wenn sie hart manchmal war. Aber sie kam von Herzen, weil ich wollte euch alles mitgeben in der Zeit, was ich jemals gelernt habe. Und ich euch so unheimlich lieb habe und stolz. Und ich bin jetzt schon so stolz auf euch. Und ich möchte, dass ihr jetzt alles loslasst und euch so vertraut und so eine Einheit werdet und so viel Spaß einfach habt. Das habt ihr verdient, weil ihr so hart trainiert habt. Ich bin so unheimlich stolz. Und jetzt rockt ihr bitte die Bühne mit Alvaro, okay? Okay, okay, okay. Also wirklich, das ist eine größere Aufregung, nicht mit auf der Bühne zu sein, sondern dann da zu stehen zu bleiben und die Tänzer gehen auf die Bühne. Das ist so krass, weil du einfach nichts mehr machen kannst. Du hast jetzt keine Kontrolle. Jetzt bitte einen Riesenapplaus an die ganze My Move Dance Crew. Waren die nicht super? Wir haben uns vor einem Monat kennengelernt. Das ist Teil von der My Move TV-Show, wo man Tänzer aussucht. Da haben sie jetzt 4 Wochen trainiert. Und heute dürfen die endlich mit uns auftreten. Die waren sehr nervös, aber die haben es so geil gemacht. Ich bin echt geflasht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wollt ihr nochmal, dass sie hochkommt? Okay. Und jetzt gibt es noch den zweiten Song. Loca im Freestyle mit Alvaro und der My Move Dance Crew. Mis amigos dicen que tú no me haces bien. Todos quieren saber por qué te quiero con locura. Mis amigos dicen que tú no me haces bien. Todos quieren saber que te quiero con locura. Loca, 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 cuando me provoca, pierdo y pierdo la razón. Y cada vez que en tu almohada busco la respiración, contigo pierdo la razón. Set you ready. Set you ready. Oh!
Jetzt kann ich alles verstehen, was Sarah gesagt hat. Es war gut. Wenn nicht, hätte ich mich eigentlich noch mehr rangenommen. Aber es war krass. War einfach krass. Ey, alles war komplett. Der Auftritt war mega cool. Es hat so viel Spaß gemacht. War einfach ein geiles Feeling mit dem Konfetti. Da ging es noch mal richtig ab und es war richtig cool. Also es war echt cool, wirklich so vor so vielen Menschen zu tanzen. Das verging auch so voll schnell, so gar nicht so, wie wir es sonst im Training haben. Das Publikum hat sogar Zugabe geschrien von daher. Es war so cool einfach. Es hat so wahnsinnig viel Spaß gemacht, auf der Bühne zu stehen und ja, die Leute jubeln zu hören. Und ja, ich habe mich so verbunden mit meiner Truppe gefühlt. Ich habe mich so wohl gefühlt da oben. Wir haben die letzten 4 Wochen haben wir gelebt wie Profitänzer, wir haben trainiert wie Profitänzer. Sarah hat uns so viel mitgegeben, was man als Profitänzer braucht. Denn Sarah hat meinen Profitänzer-Traum eigentlich eher vergrößert. So. Also jetzt will ich das noch mehr als davor. Ja, sie hatte total recht, die 4 Wochen mussten anstrengend sein. Wir mussten echt auf alles vorbereitet sein, wie wir auch gerade gesehen hatten. Es ist klar, dass irgendwas mal passiert oder so. Und darauf hat sie uns einfach doch vorbereitet. Wir sind gut wieder reingekommen und es war einfach mega. Ich war einfach mega stolz. Ich war so aufgeregt und dann hat, weil der Anfang so ein bisschen bumpy war, weil die sich nicht gehört haben, habe ich versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen. Das ist jetzt der Teil. Haben sie aber auch gemacht. Sie haben Kontakt aufgenommen und die haben das so gerockt. Die waren so Löwen da oben. Das war, die haben so viel Spaß. Ich habe das in den Augen gesehen, das... Nein, das war für mich einfach das Allerwichtigste, dass sie loslassen, dass sie so viel Spaß, dass sie es einfach genießen. Das war mir das Allerwichtigste, dass sie, und das habe ich in ihren Augen gesehen, und das für mich als Coach, für mich ist das das Allerwichtigste. Habt ihr geil gemacht! Ich muss wieder hoch. Bis gleich. Bis gleich. Ja, toll auszusehen. Ja, es war richtig cool. Also, richtig gerockt. Einmal, wir haben noch ein Geschenk. Ja. Wir haben auch noch ein Geschenk. Was ist denn das? Ist das ein Podcast, oder was? Ja, einer. Ah, geil. Mega. Wow. Dankeschön. Das ist super schön. Danke, danke. Komm zusammen. Ach, mega. Wie schön. Wirklich, danke schön für euer Talent und eure Energie vor allem, weil es hat sehr viel motiviert. Ich war heute richtig am Arsch. Das war echt cool. Also zusammen geprobt war schon sehr, sehr cool. Es hat einfach, also bringt mich einfach in eine gute Laune. Deswegen danke schön, weil am Ende sind wir, glaube ich, alle da, um Leute happy zu machen und dabei selbst happy zu sein. Deswegen ist es, glaube ich, der beste Job, den es gibt. Und ich wünsche euch so viel Gutes von mir aus jetzt weiter an. Und ihr habt sehr viel vor euch. Also viel Spaß, genießt es, nicht vergessen. Und jetzt müssen wir feiern. Deswegen noch einmal mein Move in Heirat. Okay.